Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Diablo 3. Ja, unsere Zauberin oder so. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Eingang in diese blöde Höhle. Aber ich keine finde. Okay, wird wahrscheinlich oben links irgendwo sein. Dann laufen wir jetzt als allererstes mal oben links auch hin. Oh Mann, diese kleinen Bobbeln nerven mich vielleicht. Nein, lass den Baum stehen. Lass den Baum stehen. Sei ein braver Templer und... Hey, warte. Da hinten hat er so... nicht? Oder? Hat das geblinkt? Hier oben? Irgendwo? Nein, ich bin jetzt ganz trocken und laufe jetzt so weit. Bis ich eben zu dieser jämmerlichen, blöden Höhle komme. Das kann doch nicht sein. Die muss doch hier irgendwo... Jetzt. Brauche mehr Arcane. Ich wurde geheilt. Oh. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, komm, ich schaffe das. Jaka, du schaffst es. Ja, nur wunderbar. Okay, dann nehmen wir das Gold mit. Laufen wir hoch. Schein der Erleuchtung. Schrein der Erleuchtung. Und suchen uns immer noch diesen blöden Eingang. Das ist doch furchtbar. Also das... Ja, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Und es ist blau. Blau ist vielversprechend, blau ist gut. Ja, ich hab's gefunden. Gut, dann gehen wir auch gleich rein. Der, den ich suche, muss in dieser Höhle sein. Was für ein Glühen? Mhm. Ah, jetzt macht das alles auch... hallo. Jetzt macht das alles auch natürlich mehr Sinn, weil das blaue... scheiße, jetzt kommen die Okkultisten und jetzt gibt's auch wieder neues Wissen. Ich bin wieder ruhig. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet und ich für... Tötet sie! Okay, ich hab die nicht... Ritual beeilen. Magda wird bald hier sein. Fast geschafft. Mhm. Also ich habe die nicht unterbrochen, gerade eben dieses neue Wissen. Ich hoffe Heilung. Dieses Schwertbruchstück blüht mit derselben Magie wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Euch gehört? Ich glaube, ihr täuscht euch. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Magic, ich vermute ja fast schon, sie kommt aus der Hölle. Ich bin verwundet. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Inventar. Ja, ich habe irgendwas im Inventar. Aber das ist nicht besser, also brauche ich es ja nicht nehmen. Das ist... Blödsinn. Dadurch mache ich sogar noch weniger Schaden. Nö. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Ich verstehe nicht, wie das Böse am helllichten Tage bestehen kann. Sollte es das Licht nicht fürchten? Vielleicht steht die Sonne auf keiner Seite. Aber das Licht ist der Feind des Bösen, im übertragenen und wörtlichen Sinne. Okay, bringt das Schwert zurück zu Kane. Wir können ja auch gleich ein Town Portal machen. Ah nee, oder? Halt teleportieren, ihr wisst schon. Und dann gehen wir auch gleich zu Kane. Aber bevor wir das tun, gehen wir noch... hier hin und dann herstellen und angelegte Rüstung, alle Gegenstände, passt schon. Okay, gut, Ausbildung.
Unser Azubi ist schon fertig. Wandelt Gegenstände um. Fein. Nein. Kann ich mehrere Sachen? Ja. Wenn ich nicht weiß, was ich hier gerade verzauber, tut es mir dann umso weniger weh. So, schau mal. Da habe ich schon ganz viel. Wir gehen dann hier rüber. Da ist ja noch das ganze Zeug, was ich jetzt leider nicht unbedingt entfernen möchte. Vielleicht kann ich aber hiervon irgendwas verwenden, oder? Nee, Mönch. Dämonjäger. Weißt du, ich habe so viel Scheiße und nichts davon kann ich für meine Zauberin gebrauchen. Also ich habe da... Oh, was ist das? Hey, mein Templer hat ein Level up. Hallo. Einschüchtern Gegner, die den Templer angreifen oder von ihm angegriffen werden. Verlangsamt. Ja, lässt euch und den Templer Leben generieren. Ja, ist okay. Oder? Ja, ist okay. Eine nützliche Fertigkeit. Eine nützliche Fertigkeit, ja. Dann reden wir auch gleich mal mit Kane. Mit McCain Pommes. Was ist das jetzt? Weg. Ja, passt. Okay. Ich bin ja teilweise in Versuchung, dass ich da eigentlich... ach, warte, ich lass erstmal den Kane'sche Rede, wa? Wir sind nicht die Einzigen, die das Schwert haben wollen. Das erste Bruchstück musste ich einer Hexe namens Magda und ihren verrückten Lakaien wegnehmen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Noch ein bisschen mehr und ich hätte ein Level up. Toll. Aber ich habe Gold bekommen. Yay! Lea, was hast du denn jetzt noch zu verzeihen? Magda wollte mich verspotten. Sie sagte, sie wüsste, wo das nächste Bruchstück ist. Es sei an einem Ort gefallen, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Ist die ruhig? Okay. Wir beide sind gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Das hört sich beunruhigend an. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich tief in mir zu regen. Ich kann es nicht wirklich erklären. Oh nein, das wirst du nicht! Wer wird was nicht? Alter Mädchen, komm mal klar jetzt. Ich trau mich nicht reden. Ihr da, bitte helft! Sie versuchen meine Freundin zu töten! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Wo ist die Reliquie? Ich gab mein Wort zu schweigen. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Okay.
Euch gebührt Ehre. Ich habe ein Level up. Diesmal kommt ihr uns nicht davon. Der Nigge Halsabschneider war. Ich brauche mehr Zeit. Komm. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Okay, bevor ich das jetzt nochmal annehme, möchte ich ganz kurz noch sagen, ich würde ja gerne ein öffentliches Spiel daraus machen, das eben... Ich habe unsere Reisen geliebt, die Welt zu sehen. Aber nicht so, wie sie jetzt ist, oder? Ja, so war es damals nicht. Sorgt euch nicht, Lea. Wir werden die Welt wieder zu einem sicheren Ort machen. Halt doch mal dein... Die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine, Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meiner Kameradin hier fortziehen. Ihr kommt mit mir? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weiß den Weg. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. So, da wären wir. Wie sie halt alle nicht einfach mal die Fresse halten können. Ich glaube, ich sollte dieses Spiel am besten so spielen, dass ich nichts sage. Die ganze Zeit einfach nur mein Maul halten. Auf jeden Fall werden wir das Spiel offensichtlich unterbrechen. Und wir werden eine kleine Pause einlegen, würde ich vorschlagen, oder? Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.